wie natürlich alle wissen, hatte dann das Ereignis in Japan auch entscheidende Auswirkungen auf die Energiepolitik in Deutschland, nachdem ja gerade kurz zuvor im Herbst die schwarz-gelbe Regierung eine 180-Grad-Wende in der Atompolitik vorgenommen hatte und den alten Ausstiegsplan über Bord geworfen hat und sich für die Laufzeitverlängerungen entschieden hatte, wurde dann plötzlich eine zweite 180-Grad-Wende vorgenommen. Ich sage kurz was zu dieser, also nochmal zu diesem Atomgesetz, dann zu der Rolle von Kernkraft im deutschen Strommix und dann zu so verschiedenen Aspekten, zu denen wir dann seit dem Frühjahr immer wieder Anrufe von Journalisten bekommen haben. Da war so die Frage, warum gehen denn jetzt gerade die Lichter gar nicht aus? Versorgungssicherheit ist ja doch erstaunlich, dass es jetzt ohne die Kernkraft auch geht. Es war sehr von großem Interesse, wie sich das auf die Strompreise auswirken würde. Klimaschutz ist natürlich ein Thema, wenn jetzt die CO2-arme Kernkraft nicht mehr im deutschen Mix dabei ist. Und auch sehr beliebt die Frage, ob wir denn jetzt eigentlich Atomstrom aus Frankreich importieren müssen. Also zu diesen Schlagwörtern würde ich kurz was sagen, aber wenn Sie zwischendurch Fragen haben oder irgendwie nicht mehr mitkommen, dann gerne rein. Vielleicht noch mal kurz als Erinnerung, 2010 sah der deutsche Strommix ungefähr so aus. Es kam ein Viertel des Stroms aus Kernkraftwerken, ungefähr 16% aus erneuerbaren Energien und mehr als die Hälfte aus fossilen Kraftwerken, die CO2-Emissionen verursachen. Insgesamt wurden ungefähr 630 Terawattstunden in Deutschland produziert, aber nur 610 Terawattstunden in Deutschland verbraucht und fast 18 Terawattstunden exportiert. Im Jahr 2011 hat sich das dann ein bisschen geändert. Ich klicke nochmal hin und her. 2010, 2011. Insgesamt ist die Stromproduktion etwas zurückgegangen. Der Verbrauch in Deutschland ist um 3 Terawattstunden zurückgegangen. Und was man hier schon ganz deutlich sieht, ist, dass der Exportüberschuss von diesen 18 Terawattstunden reduziert wurde, aber immer noch im Jahr 2011 in Summe Deutschland Netto-Stromexporteur war. Und die Kernenergie trägt immer noch einen recht großen Anteil zur Stromversorgung bei mit 18%. Und wer sich aber hier stark gesteigert hat, sind die erneuerbaren Energien mit ungefähr 20%. Also hier hat es sozusagen schon jetzt eine Verschiebung gegeben, wobei der Zuwachs der erneuerbaren Energien natürlich nicht kausal mit dem Atomausstieg zusammenhängt. Und das ist eine Sache, die auch in der Diskussion politisch immer ganz interessant ist, dass unter diesem Schlagwort Energiewende natürlich viel mehr zu verstehen ist als jetzt diese atompolitische Entscheidung. Zusammen mit der Entscheidung für die Laufzeitverlängerungen letztes Jahr hat ja die Regierung beschlossen oder nochmal bekräftigt, die erneuerbaren Energien auch weiter auszubauen. Das ist sozusagen eine unabhängig von der Atompolitik getroffene Entscheidung, die sozusagen hier parallel einfach stattfindet und jetzt sozusagen zufällig dazu führt, dass Teile des Kernkraftstroms ersetzt werden durch Erneuerbare, aber letztlich nicht kausal dadurch. Gut, wie sah jetzt diese Entscheidung aus? Hier nochmal kurz sozusagen der Überblick. Mit dem Atomgesetz 2011 wurden also 8 Kernkraftwerke jetzt dauerhaft stillgelegt. Das sind hier diese roten, sind an verschiedenen Standorten in Deutschland. Das sind insbesondere die kleineren Anlagen, also die älteren, die deswegen auch eine niedrigere Leistung haben. Und die 9 noch laufenden Kernkraftwerke haben jetzt fixe Ausstiegsdaten, Enddaten zugeordnet bekommen. Das ist auch eine Änderung gegenüber dem rot-grünen Ausstiegsfahrplan, der eigentlich kein zeitlicher Fahrplan war, sondern der auf Reststrommengen abgestellt hat. Da durften die Anlagen noch so und so viel Strom produzieren. Und wenn sie sich den Strom so ein bisschen aufgespart haben und lange in Revision waren, das haben ja die Anlagen wie Biblis dann zum Beispiel gemacht, dann konnten sie eben noch in späteren Jahren weiter produzieren, dass man sozusagen nicht sicher war, zu dem und dem Datum wird wirklich abgeschaltet. Das ist jetzt anders. 2022 also definitiv Schluss, und wenn man sich das nochmal hier auf der Zeitachse anguckt, sieht es also ungefähr so aus, die erwartete Produktion aus den Kernkraftwerken, die hier einfach so in verschiedenen Farben dargestellt sind, so würden sie ungefähr aus dem Markt gehen. Wenn man sich da nochmal vergegenwärtigt, wie vorher das alte Atomgesetz, also sozusagen der alte rot-grüne Ausstiegsfahrplan aussah, wie gesagt, so ganz genau ist es nicht klar, weil eben es darauf ankommt, wie sich die Strommenge auf die Zeit verteilt, aber es hätte ungefähr möglicherweise so ausgesehen. Das ist jetzt
von der Form her so ein bisschen anders. Atomgesetz 2011, Atomgesetz 2002, aber man sieht schon, es ist jetzt keine Größenordnung dazwischen. Also eigentlich kann man sagen, ist es im Groben die Rückkehr zu dem, was 10 Jahre lang gültige Gesetzeslage war. Und damit ist dann auch schon klar, dass die Versorgungssicherheit jetzt überraschenderweise gar nicht in so große Gefahr geraten ist, weil der Markt nämlich ganz gut darauf vorbereitet war, dass diese Kernkraftwerke ohnehin in der nächsten Zeit rausgehen würden. Und wir haben damals direkt nach dem, also sehr kurzfristig nach der Entscheidung für das Moratorium eine Studie gemacht, wo wir mal Kraftwerke gezählt haben in Deutschland und mal geguckt haben, was steht denn da eigentlich so rum und wie kann man denn eigentlich diese Leistung ersetzen? Und zwar haben wir gesagt, naja, wir gucken uns wirklich mal an, zu dem Zeitpunkt, wo die Stromnachfrage am allerhöchsten ist, klassischerweise im Dezember Nachmittag, kalt draußen, dunkel, Leute verbrauchen viel Strom. Wie ist es denn zum Zeitpunkt dieser sogenannten Jahreshöchstlast? Hätten wir selbst dann noch genug Leistung im Land, man kann natürlich auch dann importieren, aber hätten wir selbst dann noch genug Leistung im Land, um dann die Stromnachfrage zu decken? Und haben einfach mal so ein paar Optionen zusammengezählt und man sieht hier einmal sozusagen die zu ersetzende Leistung der Kernkraftwerke, das sind ungefähr 20 Gigawatt. Und tatsächlich ist es so, dass einfach durch die den erwarteten Wegfall der Kernkraftwerke in den nächsten Jahren der Markt eben Überkapazitäten hat. Selbst wenn man alle möglichen Sicherheitsabschläge da noch abzieht, hat man also knapp 8 Gigawatt einfach übrig. Es gibt auch sogenannte Kraftwerke in sogenannter Kaltreserve, die im Prinzip betriebsbereit sind und wieder ans Netz gehen können. Die waren jetzt ja auch teilweise in der Presse, die haben wir hier damals gar nicht mitgezählt, aber könnte man sozusagen auch noch addieren. Es gibt viele Kraftwerke im Bau, fossile Kraftwerke, die sozusagen einfach in Erwartung eben dieser Abschaltungen schon fast fertiggestellt sind. Es gibt weitere fossile Kraftwerke in Planung und es gibt natürlich die Möglichkeit, also diese addieren sich sozusagen jetzt hier schon zu der Leistung in der Größenordnung von den Kernkraftwerken. Und man kann sich hier so ein bisschen vorstellen, von links nach rechts vielleicht so eine Zeitachse, wann die zur Verfügung stellen. Und sehr kurzfristig stehen eben diese Möglichkeiten hier zur Verfügung und sozusagen hier so in der Reihenfolge weitere Möglichkeiten. Zusätzliche Kraftwerke könnte man natürlich über die in Planung befindlichen hinaus auch bauen, das verbietet einem niemand. Es sind ohnehin Biomassekraftwerke in dem Ausbaupfad der Erneuerbaren vorgesehen. Wenn das so kommt, Biomassekraftwerke zählen wir hier jetzt mal mit für die Leistung. Natürlich sind auch andere erneuerbare Kraftwerke vorgesehen, die aber nicht unbedingt zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast zur Verfügung stehen. Also eine Photovoltaikanlage an einem dunklen Dezembernachmittag zum Beispiel kann ich jetzt hier eben nicht mitzählen. Gleichzeitig werden natürlich auch wieder Kraftwerke außer Betrieb gehen, voraussichtlich hier so 7 Gigawatt bis 2020. Und man kann aber auch sich natürlich fragen, muss eigentlich die Nachfrage zum Zeitpunkt des maximalen Peaks so hoch sein, wie sie ist? Und da gibt es eine schöne Zahl, und zwar sind in den letzten 4 Jahren die letzten 2 Gigawatt Leistung eigentlich nur in 50 Stunden des Jahres nachgefragt worden. Könnte ich also Verbraucher überreden, nicht in diesen 50 Stunden zu verbrauchen, sondern ihren Verbrauch in andere Stunden zu verschieben, könnte ich mir 2 Atomkraftwerke sparen. Also auch da ist sozusagen durchaus auf der Nachfrageseite die Möglichkeit, durch Effizienzmaßnahmen und Demand-Side-Management diese Notwendigkeit an Kapazität zu senken. So dass wir damals gesagt haben, eigentlich kann man schon ganz sozusagen aus technischer Sicht unproblematisch bis 2017 alle Kernkraftwerke abschalten. Preiseffekte. Da würde ich gerne ganz kurz mein Lieblingsbild erklären. Und zwar gibt es ein weit verbreitetes Missverständnis, was den Strompreis angeht und was den Zusammenhang mit der billigen Kernenergie angeht. Und zwar denken die Leute häufig, dass es irgendwie daran liegt, dass die Kernenergie eben billig im Betrieb ist, dass dann der Strompreis auch billig ist. Und es hat auch indirekt tatsächlich miteinander zu tun, aber nicht etwa, weil es irgendwie durchschnittlich so eingeht, dieser billige Betrieb, sondern der Strompreis bildet sich folgendermaßen. Alle Kraftwerke, die am nächsten Tag Strom produzieren, geben Gebote ab an der Börse und sagen, ich wäre bereit, für so und so viel Euro morgen so und so viel Strom zu produzieren. Die Börse sammelt all diese Gebote ein und sortiert sie der Höhe nach.
Das ist sozusagen hier so eine Art Treppenfunktion, die sich an der Börse bildet. Und zwar sind jetzt verschiedene Kraftwerkstypen verschieden teuer im Betrieb. Ganz, ganz billig sind die erneuerbaren Energien, weil die gar keine Brennstoffkosten haben. Der Wind zum Beispiel hat keine Brennstoffkosten, die Biomasse wird sozusagen durch die EEG-Vergütung und ihren Vorrang im Prinzip auch zu null kurzfristigen Grenzkosten hier zur Verfügung stehen. Und sehr günstig ist hier die Kernenergie im Betrieb. Das sind im Prinzip nur die Kosten für den Uranbrennstoff. Dann geht es hier weiter mit der Braunkohle. Das sind Brennstoffkosten für Braunkohle, ist auch ziemlich billig, Braunkohle, und CO2-Kosten natürlich. Das hängt dann vom Zertifikatsmarkt ab, vom europäischen Emissionshandel. Hier Steinkohlekraftwerke sind dann meistens schon ein bisschen teurer. Auch hier Brennstoffkosten und CO2-Kosten. Erdgaskraftwerke, die sind hier deshalb so unterschiedlich, weil der Wirkungsgrad der Kraftwerke hier sehr unterschiedlich ist, sind dann teurer. Und dann gibt es noch Heizöl hier mal, es ist so eine schematische Darstellung, ja, das sind sozusagen teure Reservekraftwerke. Und also wichtig ist, dass hier nur die kurzfristigen Grenzkosten eingehen, das sind die Kosten, die ich wirklich nur brauche, um diese Kilowattstunde am nächsten Tag zu produzieren. Die Investition in das Kraftwerk ist hier nicht drin. Also Kernkraftwerke sind ja sehr teure Kraftwerke, wenn ich ein neues bauen möchte, aber die Investition habe ich schon getätigt, das Geld ist ausgegeben, aber worauf es ankommt, wenn ich bei der Entscheidung, ob ich morgen eine Kilowattstunde produziere, ist einfach die Frage, kann ich zumindest das, was ich an Kosten bei der Produktion dieser Kilowattstunde habe, wieder reinkriegen durch den Strompreis. Wenn das gegeben ist, ist es auf jeden Fall günstig zu produzieren. Und dann guckt die Börse jetzt, wie viel Nachfrage habe ich denn wohl? Und hier auf der X-Achse sehen Sie jetzt sozusagen die Kapazität dieser Kraftwerke. Und angenommen, die Nachfrage ist jetzt hier ungefähr 65 Gigawatt. Dann brauche ich all diese Kraftwerke links von diesem Strich. Die kommen zum Zuge. Die hier rechts von dem Strich brauche ich nicht mehr, um die Nachfrage zu decken. Und jetzt ist das letzte Kraftwerk, das ich gerade noch brauche, ist jetzt hier sozusagen ein Erdgaskraftwerk zufällig, das sogenannte Grenzkraftwerk. Und dessen Gebot setzt jetzt den Preis, den Strompreis, den alle Kraftwerke kriegen. Ist also besonders schön, wenn ich hier links sitze. Und dann kriege ich das hier. Genau. Und wenn ich das Kraftwerk schon abgeschrieben habe, was bei den deutschen Kernkraftwerken im Wesentlichen der Fall ist, dann ist das der Erlös, Reingewinn sozusagen. Und was jetzt passiert, wenn ich Kraftwerke rausnehme aus diesem System oder reinschiebe, ist Folgendes. Wenn ich Kernkraftwerke rausnehme, hier, dann rutscht diese ganze Treppenfunktion nach links. Die Nachfrage angenommen bleibt gleich, schneidet sozusagen jetzt hier ein teureres Kraftwerk. Die Frage, um wie viel der Strompreis jetzt ansteigt, hängt überhaupt nicht davon ab, ob das jetzt hier doppelt so teuer war oder halb so teuer, sondern einzig und allein davon, wie steil hier diese Kurve ist. Und das ist sozusagen erstmal der Mechanismus, den man verstehen muss, um so einschätzen zu können, wie groß können die Effekte überhaupt sein, wenn ich hier Kraftwerke rein- und rausschiebe. Den umgekehrten Effekt habe ich übrigens, wenn ich Erneuerbare ins System schiebe. Also in dem Moment, wo ich hier in einer Stunde viel Windenergie habe, das ist jetzt sozusagen eine Momentaufnahme von einer Stunde, die Nachfrage könnte in einer anderen Stunde auch anders ausfallen und die Erneuerbaren-Einspeisung könnte in einer anderen Stunde auch anders ausfallen. Wenn ich hier viel Windenergie habe, dann schiebt sich diese ganze Treppenfunktion nach rechts und dann kommt hier der Schnittpunkt mit einem billigeren Kraftwerk zustande und dann sinkt der Großhandelsstrompreis. Das ist jetzt sozusagen aus Haushaltskundensicht nur ein Viertel des Preises. Das ist das, was sozusagen am Großhandel für die Produktion des Stroms bezahlt wird. Und für die Haushaltskunden kommen dann noch diverse Aufschläge dazu. Aber das ist sozusagen erstmal überhaupt der Effekt. Oder an dieser Stelle kann überhaupt sozusagen die Frage, wie viel Kernkraft habe ich im System, Einfluss haben auf den Strompreis. Gibt es dazu Fragen? Genau, das gilt für ganz Deutschland. Das gilt im Prinzip für ganz Europa. Also im Prinzip ist es eine europäische Merit Order, ich habe das Wort noch gar nicht erklärt, was hier oben auf der Folie steht, das ist die Einsatzreihenfolge, das ist auf Englisch Merit Order der Kraftwerke. Und mit diesem Mechanismus werden sozusagen die Kraftwerke ausgelastet. Also dieser Mechanismus entscheidet darüber, welches Kraftwerk angeht. Und dieser Mechanismus führt auch dazu, dass eben die Kernkraftwerke, einfach weil sie billig im Betrieb sind, durchlaufen. Die laufen sozusagen im Prinzip rund um die Uhr am liebsten, das ist am wirtschaftlichsten, und nur für Revisionen 2 Wochen im Jahr werden sie ausgeschaltet. Und die Erdgaskraftwerke kommen eben nur dann zum Einsatz, wenn die Nachfrage wirklich hoch ist. Also die Nachfrage, müssen Sie sich vorstellen, die variiert hier eben von Stunde zu Stunde. Morgens, wenn alle aufstehen, Kaffee kochen, dann geht sie hoch und
in der Nacht ist es niedrig, dann kann hier auch schon mal ein Kohlekraftwerk, Braunkohlekraftwerk, das letzte Kraftwerk sein, was ich noch brauche. Amortisiert sich dann so ein Erdgaskraftwerk, wenn das immer an der Grenze ist, wo die Investitionskosten liegen? Gute Frage, das ist eine große Diskussion in liberalisierten Strommärkten. Solange ich Überkapazitäten habe, stellt sich das Problem nicht, aber es ist tatsächlich eine Diskussion in liberalisierten Märkten, ob das dann in wenigen Fällen doch irgendwie höher ist als die kurzfristigen Grenzkosten, und da streiten sich die Theoretiker. Also tatsächlich ist es im Moment im deutschen Markt nicht möglich, rentabel, also nach unseren Berechnungen nicht möglich, ein neues Erdgaskraftwerk zu bauen. Okay, was haben wir jetzt de facto? Der Strompreis hat tatsächlich reagiert auf das Moratorium. Das ist jetzt der Strompreis, den ich für Strom im nächsten Jahr jetzt schon bezahle. Also ich kann sozusagen Futures kaufen, also Strom im nächsten Jahr. Das ist das, was für Haushaltskunden relevant ist. Die Händler, die decken sich jetzt schon ein mit Strom, den sie dann an die Haushaltskunden im nächsten Jahr weitergeben. Und man sieht, dass hier sozusagen zum Zeitpunkt des Moratoriums der Strompreis von diesem Produkt hier so ein bisschen angestiegen ist, um ungefähr 10 Euro pro Megawattstunde oder 1 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man das im historischen Verlauf sieht, ist das jetzt allerdings nichts, was es nicht auch schon vorher gab. Also zwischen 2003 und 2012 haben wir durchaus schon höhere Strompreisänderungen gesehen. Das ist also kein Preiseffekt, der jetzt so furchtbar ausnahmslos ist. Und vor allem sieht man das hier auch jetzt mit Ende dieses Jahres, wir im Prinzip wieder auf dem Niveau von vor dem Moratorium angekommen sind mit dem Strompreis. Das heißt, diese Effekte sind gering. Die nächste Frage, Klimaschutz. Natürlich ist es jetzt so, aufgrund dieses Einsatzes, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, wenn weniger Kernkraftwerke laufen, dann rutschen sozusagen die fossilen Kraftwerke in dieser Treppenfunktion nach und laufen mehr Stunden im Jahr. Das ist erstmal so. Lokal kommt es deshalb in Deutschland tatsächlich zu höheren CO2-Emissionen vermutlich. Also sei denn jetzt Erneuerbare würden es komplett ausgleichen. Und das ist aber aufgrund der politischen Regelungen, die wir in der EU haben bis 2020, erstmal für das Klima eigentlich kein Problem, solange diese Regelungen tatsächlich greifen. Und zwar gibt es auf EU-Ebene den Emissionshandel, der sagt, dass die Industrieanlagen und vor allem die Kraftwerke nur so und so viel Millionen Tonnen CO2 ausstoßen dürfen bis 2020. Und wer davon wie viel Tonnen ausstößt, ist egal. Das können die Anlagenbetreiber untereinander handeln mit Zertifikaten. Aber die Menge ist fest. Das ist die wichtige Schraube an diesem Instrument. Und das heißt, wenn jetzt in Deutschland ein Kohlekraftwerk mehr produziert, dann muss es dafür Zertifikate kaufen aus diesem Topf, der fix ist. Das heißt, möglicherweise gibt es dann irgendwo anders eine Industrieanlage oder ein Kraftwerk, das sagt, ach, ich produziere jetzt weniger, oder ein Erdgaskraftwerk rutscht in dieser Einsatzreihenfolge vor ein Kohlekraftwerk und dadurch wird die Stromerzeugung wieder weniger CO2-intensiv. Jedenfalls in Summe wird nicht mehr CO2 ausgestoßen, als mit diesem Deckel festgelegt ist. Allerdings auch nicht weniger, das ist das Interessante an diesem System. Das ist jetzt nochmal der zeitliche Verlauf, bis 2020 sinkt das hier so ab, aber im Wesentlichen ist eben der Mechanismus bis 2020, wenn dieser Deckel hält, kommt nicht mehr CO2 aus der Europäischen Union raus, was jetzt diese Anlagen angeht. Und es ist auch nicht viel. Also im Vergleich zu den insgesamt hier emittierten Millionen Tonnen sind es irgendwie ein paar zig Millionen Tonnen, die weniger, also die jetzt sozusagen durch die wegfallenden Atomkraftwerke mehr emittiert werden. Ja. Problem war aber doch, dass so viel CO2-Zertifikate großzügig verteilt wurden, dass eigentlich viele davon am Markt sind. Der Preis für CO2-Zertifikate ist geringer. Genau. Das ist insofern erstmal für die Zielerreichung kein Problem, weil das erstmal noch nicht bedeutet, dass mehr emittiert wird als der Deckel. Das heißt nur, dass man eigentlich vielleicht auch ein ambitionierteres Ziel durchaus hätte durchsetzen können, es aber nicht gemacht hat. Okay, letzter Punkt, die Frage nach den Importen. Und da muss ich zugeben, sind wir auch selber noch in der Datenanalyse. Da gibt es Unmengen von Daten von den europäischen Übertragungsnetzbetreibern. Und ich fange vielleicht einfach mal damit an, dass Deutschland eben keine Insel ist, sondern Deutschland hat diverse Nachbarn. Und es gibt eigentlich so eine typische
Lastflusssituation zwischen Deutschland und den Nachbarländern. Und zwar ist es typischerweise so, dass Strom aus Frankreich nach Deutschland fließt, teilweise im Prinzip als Transit hier in die Schweiz und nach Österreich. Hier unten sitzt Italien, was Nettoimporteur ist. Klassischerweise fließt Strom von Tschechien nach Deutschland und fließt hier raus Richtung in die Niederlande, in die Benelux-Staaten. Und hier oben, was mit Dänemark, Schweden und Polen passiert, ist abhängig so ein bisschen von der Windsituation, wobei nach Polen relativ häufig exportiert wird physikalisch. Und was so ein bisschen der Anfang dieser Debatte war, oh Gott, jetzt importieren wir Strom, war dieses Bild, was der BDEW, also der Lobbyverband der Energiewirtschaft, dann im Frühling verteilt hat. Hier sieht man auf der Zeitachse die Zeit von Februar bis Mai im Jahr 2011. Und man sieht hier den Import- und den Exportsaldo immer an den einzelnen Tagen. Also sozusagen, man sieht, dass es sozusagen an jedem Tag beide Situationen gibt, Import- und Exportsituationen. Und hier gibt es so eine Durchschnittsbildung. Und dann sagen sie, naja, hier sieht man ja deutlich, vor dem Moratorium war Deutschland Netto-Exporteur und nach dem Moratorium war Deutschland Netto-Importeur. Und das ist, und also haben damit sozusagen suggeriert, dass das ja irgendwie ein Problem darstellt. Jetzt haben wir ja ganz am Anfang einmal Kraftwerke gezählt und eigentlich festgestellt, dass wir genug Kapazität in Deutschland haben. Das heißt, was in dieser Debatte ganz wichtig ist zu betonen, ist, Importe finden immer statt, aber sie finden nicht aus technischen Versorgungssicherheitsgründen statt, sondern sie finden marktgetrieben statt. Sie finden dann statt, wenn in dieser europäischen Merit Order das nächste freie Kraftwerk, was billiger ist als das nächste deutsche Kraftwerk, sich sozusagen reinschiebt in die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke. Nicht, weil es in Deutschland kein Kraftwerk mehr gibt, sondern weil das nächste billige Kraftwerk, was ich jetzt brauche, um die Nachfrage zu decken, einfach im Ausland steht. Das ist sozusagen gar keine technisch relevante, problematische Sache, die irgendwie die Versorgungssicherheit gefährdet, sondern das ist Ziel im europäischen liberalisierten Markt, dass das passieren darf und das passiert die ganze Zeit. Es passierte auch in den letzten 8 Jahren, ohne dass es irgendjemanden gestört hätte. Das ist jetzt hier der monatliche Import-Export-Saldo von Deutschland. Und das sind jetzt sozusagen immer monatliche Balken. Natürlich in jeder Stunde sozusagen geht es hin und her und je nach Kuppelstelle. Aber wenn man jetzt den Saldo bildet über alle Kuppelstellen und über die einzelnen Monate, dann sieht das ungefähr so aus. Hier oben ist Import und hier unten ist Export. Und man sieht, dass diese starke Exportsituation 2010 durchaus nicht typisch war, sondern dass es hier einfach so eine Überschusssituation gab in den letzten Jahren. 2003 war das nicht so, dass Deutschland so viel Strom exportiert hat. Man sieht auch, dass es immer saisonale Muster gibt. Also immer im Winter, hier zur Jahreswende, exportiert Deutschland extrem viel Strom und immer im Sommer importiert es Strom. Und dieses Muster findet sich auch 2011. Allerdings tatsächlich sozusagen ein bisschen verschoben. Also es gibt hier stärkere Importe im Sommer als in den Jahren davor und etwas stärkere und etwas weniger hohe Exporte hier in den Wintermonaten, aber eben wieder Exporte jetzt im Winter. Also genau zu den Zeiten, wo die Nachfrage hoch ist, exportiert Deutschland Strom. Auch daran sieht man, dass es nicht Versorgungssicherheitsimporte sind, sondern einfach so, das kommt einfach zustande aufgrund der Marktsituation der Preise zwischen den deutschen und den ausländischen Kraftwerken. So sieht es für Frankreich aus. Frankreich exportiert immer. Also das ist auch jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Frankreich hier in diesem Jahr Strom exportiert. So sieht das für Tschechien aus, was ja auch so relevant ist, weil es auch Kernkraftwerke hat. Und was so ein bisschen interessant ist, ist noch der Norden. Der hat einfach hier sich schon geändert letztes Jahr. Also man kann schon sagen, ein Teil dieser deutschen Importe kommt wahrscheinlich einfach aus Skandinavien. Und man sieht hier jetzt nochmal fürs Jahr 2011 die Produktion der Kernkraftwerke, die runtergegangen ist. Und es gibt schon beim Importsaldo hier sozusagen so eine Entsprechung, aber es ist im Prinzip die typische jahreszeitliche Entsprechung, die wir auch in den Vorjahren gesehen haben. Es ist auf jeden Fall mit Frankreich jetzt keine so starke Korrelation sichtbar. Also hier sehen wir die Flüsse aus Frankreich nach Deutschland, sowohl physikalisch als auch gehandelt. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Man sieht jetzt nicht, dass Frankreich sozusagen hier genau die gegenläufige Bewegung gemacht hätte zu den Kernkraftwerken. Hier ist auch nochmal Tschechien, Handelsflüsse, also die Auswirkung des Moratoriums ist erstmal hier optisch nicht erkennbar. Was allerdings durchaus im Zusammenhang steht mit der Import-Export-Situation in so einer
kleineren zeitlichen Auflösung, das ist, hier, ist die Einspeisung der Erneuerbaren in Deutschland. Und zwar sieht man hier in Schwarz den Export und jetzt hier den Import, wieder im Frühling. In Rot die Photovoltaik-Einspeisung, die sich hier in diesen PV-Nasen sozusagen auch wiederfindet. Und in Blau die Windsituation. Und man kann vielleicht so ein bisschen sagen, dass die absolute Höhe der Import-Exporte vom Wind abhängt und die Tagesform von der Photovoltaik. Gut, das war's. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, der Ausstieg ist jetzt keine so bahnbrechend neue revolutionäre Entscheidung gewesen, deswegen auch kein Wunder, dass jetzt der Markt nicht total aus den Fugen geraten ist davon. Außer diesem kleinen Schlenker sozusagen mit der Laufzeitverlängerung, die so als historischer Halbjahreszustand in Erinnerung bleiben wird. Die Versorgungssicherheit ist kein Problem. Die Effekte auf die Strompreise sind im Prinzip vernachlässigbar. Die Atomstromproduktion, die im Ausland stattfindet, die in Frankreich und in Tschechien stattfindet und sozusagen immer schon haben diese Länder Strom exportiert, kann man so interpretieren, dass keine zusätzliche Atomstromproduktion in diesen Ländern stattgefunden hat. Diese Kernkraftwerke sind auch in Tschechien und Frankreich immer die billigsten Kraftwerke. Die laufen immer Volllast. Die warten nicht darauf, für den deutschen Markt noch eine Kilowattstunde zu produzieren. Und die zukünftige Stromversorgung, das ist sozusagen auf der letzten Folie, ist erneuerbar und damit stellen sich dann auch durchaus andere Fragen für die Import-Export-Situation, den Netzausbau und die Infrastruktur der Zukunft. Danke.